Ein Fischbestimmungskurs, zu dem das Landesamt für Umwelt in seine über die Grenzen hinaus bekannte Teichwirtschaft ins oberbayerische Wielenbach eingeladen hat. Das Interesse ist groß. Mehrmals im Jahr findet eine solche Fortbildung für Fischer, Ökologen, Wasserwirtschaftler sowie Naturschützer statt. Fische sind Bioindikatoren. Wer sie kennt und ihre Lebensweise versteht, kann bei Eingriffen in die Gewässer auf ihre Bedürfnisse Rücksicht nehmen. Das Verstehen ökologischer Zusammenhänge wird hier vertieft. Die Veranstalter der großen Fischereiausstellungen präsentieren immer besonders schöne und große Fische in ihren Schauaquarien. Hier lässt sich dann gut studieren, weil man die Fische ganz nah zu Gesicht bekommt. Dieser Zander ist fast 20 Pfund schwer. Der größte übrigens, der in Bayern mit der Angel je gefangen wurde, wog 38 Pfund und stammte aus dem Starnberger See. Die eigentliche Heimat des Zanders liegt östlich der Elbe und reicht bis Sibirien, zum Kaspischen Meer und zum Aralsee. Durch Besatz ist er heute in ganz Europa verbreitet. In bayerischen Flüssen und Seen kommt er häufig vor. Urkundlich erwähnt ist, dass Mönche aus Andechs schon um 1500 herum Zander in den Ammersee eingesetzt haben. Fischer, hütet euch vor den scharfen Bürsten und den langen spitzen Hundszähnen sowie den harten Stacheln in der ersten Rückenflosse. Zander sind schwer bewaffnet. Auf die Schnelle werden sie gern mit Barschen verwechselt, besonders wenn es sich um Jungfische handelt. Schauen Sie deshalb immer auf die erste Rückenflosse. Für den Zander charakteristisch ist die dunkle Parallelstreifung zwischen den Stachelstrahlen. Das ist das untrügliche Körpermerkmal. Auffallend an jedem Zanderkopf sind zudem die hervorgewölbten und reflektierenden Augen. Schon ganz junge Exemplare zeigen diese körperliche Besonderheit. Dadurch sind sie empfindlich gegen Erblinden. Vor allem Besatzfische sind gefährdet. Wenn im Herbst abgefischt wird und die Zandersetzlinge die Reise in ihre zukünftigen Wohngewässer antreten, besteht die Gefahr, dass in die Transportgefäße zu viele Fische hineingepackt werden. Die Augen reiben sich dann zwangsläufig an den rauen Schuppen der Artgenossen und Verletzungen bleiben da nicht aus. Unsere Empfehlung, entweder Weißfische als Puffer dazusetzen oder vergleichsweise nur geringe Stückzahlen transportieren. Das ist ein künstliches Zandernest, mit dem die Fischer die Fortpflanzung gezielt unterstützen. Hunderttausende von Eiern hat das Weibchen hier abgelegt. Das Männchen ist ein geradezu heldenhafter Verteidiger seiner Nachkommenschaft. Ohne den Tauchhandschuh wären die Verletzungen gravierend. Den kennen alle, weil er fast überall zu Hause ist. Es ist ein Flussbarsch, ein Barsch, ein Kretzer oder ein Egli, je nachdem, in welcher Region man über ihn spricht. In Oberbayern zum Beispiel sagt man Bürschling zu ihm. Er besitzt wie der Zander zwei Rückenflossen, die erste mit Stachelstrahlen bewehrt. Obwohl ihnen eine sichtbare Bezahnung fehlt, sind Barsche Raubfische. Sie jagen kleine Fische und fressen nicht selten die eigene Brut. Das auffallendste Körpermerkmal ist der dunkle Punkt auf der ersten Rückenflosse. Bei keinem anderen heimischen Stachelträger ist ein solcher auszumachen. Das ist auch das bestimmungssicherste Unterscheidungsmerkmal etwa zum Zander. Im Jugendstadium beider Fischarten bestehen da ja, wie schon gehört, gelegentlich Zweifel. Was der Zander auch nicht hat, sind die spitzen Dornen, die der Barsch an seinen Kiemendeckeln aufweist. Bei unachtsamem Umgang kann man sich sehr verletzen.
Wichtig zu wissen, zum Beispiel für die Fischerprüfung, alle Barschartigen haben eine anatomische Besonderheit. Es ist die Stellung ihrer Bauchflossen am Körper. Schauen Sie, wie weit dieses Flossenpaar im Zuge der Evolution nach vorn gerückt ist. Die Bauchflossen stehen fast auf Höhe der Brustflossen. Achten Sie bei allen Barschartigen auf dieses so charakteristische Körpermerkmal. Der Vollständigkeit halber zeigen wir hier einen Forellenbarsch. Er stammt aus Nordamerika und wurde vor mehr als 100 Jahren in bayerische Gewässer zur Verbesserung der Fischerei eingesetzt. Gebracht hat das nichts. Heute ist der Besatz mit den nicht heimischen Forellenbarschen verboten. Nicht so selten bei uns, aber auch aus Nordamerika stammend, ist der wunderschön gefärbte Sonnenbarsch. Ein Kleinfisch, der sich in heimischen Gewässern nur deshalb ausbreitet, weil er vor allem von Aquarianern fahrlässig und verbotenerweise ausgesetzt wird. Faunenverfälschung wird solches Tun in der Fachsprache genannt. Beim Kloster Weltenburg oberhalb von Kelheim treffen wir über den Kiesbänken auf eine Fischart, die selbst versierten Fischern unbekannt sein dürfte. Der Schretzer ist einer von den drei sogenannten Donaubarschen, die Sie jetzt vor Augen bekommen. Schretzer sind durch 3 bis 4 schmale schwarze Längsstreifen am Körper charakterisiert. Sie werden maximal 20 cm lang und weil sie so klein sind, hat man sie bei Bestandserhebungen wohl immer übersehen und deshalb auf die rote Liste gesetzt. Wirklich selten sind sie indes nicht. Dieser auffallend dünne und langgezogene Schwanzstiel gehört zum Streber, dem zweiten Donaubarsch, den wir hier zeigen. Sein charakteristisches Merkmal sind die 4 bis 5 scharf abgegrenzten dunklen Querbänder an seinem Körper entlang. Beim Streber sind die Bauchflossen besonders nah an die Brustflossen herangerückt. Die Schwimmblase ist vollständig zurückgebildet, sodass sich der Streber quasi hüpfend über den Boden bewegt. Er lebt bevorzugt in schnell fließenden Flussabschnitten über Kiesgrund, wo er durch seine Körperzeichnung hervorragend getarnt ist. Wie schon für den Schretzer, so gilt auch für den Streber, dass er nicht so selten war und ist wie vielfach angenommen. Er wird auch nur maximal 20 cm lang, führt ein verstecktes Leben, schwimmt wenig umher und bleibt daher vielfach unbeachtet. Im künstlich angelegten Umgehungsgewässer der Donaustaustufe Voburg haben regelmäßige Bestandserhebungen gezeigt, dass die Streber hier einen idealen Lebensraum haben. Es hat sich in kurzer Zeit ein guter Bestand entwickelt. Hier in der Altmühl im Mündungsgebiet zur Donau wuchs früher der dritte im Bunde der Donaubarsche, der Zingel, zu stattlichen 1,5 Kilogramm heran, so berichten die einheimischen Fischer. So große Exemplare sind heutzutage selten. Zingel sind die größten Donaubarsche. Auch sie gibt es heute noch in schnell fließenden Abschnitten überall in der Donau, vermehrt von Straubing abwärts in Richtung österreichische Grenze. Ihr Körper ist von unregelmäßig geformten dunklen Flecken bedeckt, eine annähernd perfekte Tarnung. Auch Zingel sind schlechte Schwimmer. Ihre Schwimmblase ist weitgehend zurückgebildet. Die Donaubarsche haben ihren Namen daher, dass sie nur in der Donau vorkommen, allenfalls noch in den Mündungsgebieten der zufließenden Flüsse. Allen eigen sind, wie schon dem Barsch, die spitzen Stacheln an den Kiemendeckeln. Hier Zingel und Streber im Vergleich. Sehr ähnlich und doch durch die Querbinden des Strebers unschwer zu unterscheiden. Stacheln an den Kiemendeckeln und auch sehr spitze Hartstrahlen an der ersten Rückenflosse besitzt der Kaulbarsch, ein Kleinfisch ohne fischereiliche Bedeutung. In der Donau kommt er häufig vor, wo er kurioserweise auch Pfaffenlaus genannt wird.
Wissen muss man, dass es in der Donau und nur in der Donau eine zweite Kaulbarschart gibt, die im Gegensatz zu diesem Kaulbarsch streng geschützt ist. Problem: Beide Arten sind nur von Spezialisten auseinanderzuhalten. Sie sind sich einfach zu ähnlich. Fachleute behaupten, dass diese zweite Art die seltenste Fischart in Bayern ist. Sie zählen nicht zu den Barschartigen, sind aber dennoch bekannte Stachelträger, die Stichlinge. Hier der am häufigsten vorkommende, der Dreistachlige. An ihnen ist vieles interessant, deswegen sind sie auch als Aquarienfische so beliebt. Stets lebhaft, räuberisch und streitsüchtig bieten sie dem Betrachter viel Abwechslung. Stichlinge zählen zu den Kleinfischen. Sie werden maximal 10 cm lang und zeichnen sich durch zwei körperliche Besonderheiten aus. Sie besitzen keine Schuppen, haben stattdessen Knochenplatten, die entlang der Seitenlinie angeordnet sind. Und zweitens, beim neunstacheligen bzw. Zwergstichling gut zu sehen, stehen die Stacheln frei und sind nicht durch Flossenhäute miteinander verbunden. Zur Laichzeit im Frühjahr baut das Männchen aus Pflanzenteilen ein Nest, in das meist mehrere Weibchen Eier ablegen, die sofort besamt werden. Das Männchen bewacht den Laich und später dann auch noch die Brut. Die Stichlingsbestände waren in der Vergangenheit vor allem der Abwasserbelastung wegen rückläufig. Offensichtlich sind sie jetzt wieder im Vormarsch. Völlig unerwartet gingen sie bei einer biologischen Gewässerkartierung der Wertach ins Netz. Das war insofern ungewöhnlich, als die Tiere eher kleine und langsam fließende Gewässer als Lebensraum bevorzugen. In strömenden und kiesführenden Klarwasserbächen lebt ein weiterer Stachelträger, der Steinbeißer, auch Dorngrundel genannt. Ebenfalls ein Kleinfisch, kaum länger als 10 cm und durch seine Färbung perfekt an den Untergrund angepasst. Eine wirklich sehr seltene Fischart. Unter beiden Augen befindet sich ein kaum wahrzunehmender, jederzeit aufrichtbarer zweispitziger Dorn, mit dem sie schmerzhafte Bekanntschaft machen können, sollten sie die Fische jemals in die Hand bekommen. Sie sind allerdings sehr selten. Die 6 kleinen Barteln lassen den Kopf so ausschauen, als trüge der Steinbeißer einen Bart. Gut schwimmen kann dieser Fisch nicht. Er bewegt sich meist nur hüpfend über den Boden. Ein Muster der Tarnung. Sie wissen es natürlich längst. Es handelt sich um eine Koppe oder auch Mühlkoppe. Beide Namen sind gebräuchlich. Nicht nur in Seen leben sie, sondern vor allem auch in Bächen und Flüssen. Immer vorausgesetzt, das Wasser ist sauber, kühl und sauerstoffreich. Der Steinkrebs, Steinkrebse sind die am weitesten verbreitete Krebsart in Bayern, traut sich nicht näher heran, denn Koppen sind wehrhaft. In ihrer vorderen Rückenflosse haben sie Stacheln und auf jedem Kiemendeckel befindet sich ein gekrümmter, kräftiger Dorn. Weil die Schwimmblase fehlt, bewegen sich die Koppen nur hüpfend vorwärts. Mit ihrem überdimensionierten Kopf und den wulstigen Lippen kommen einem die Mühlkoppen wie Relikte längst vergangener Zeiten vor. Auf den ersten Blick ganz ähnlich und deswegen mit den Koppen des Öfteren verwechselt, schauen die Grundeln aus. 3 Arten gibt es in der Bayerischen Donau. Das ist eine Schwarzmundgrundel. Sicheres Bestimmungsmerkmal für sie ist der schwarze Punkt auf der ersten Rückenflosse. Um 1990 etwa tauchten die 3 Grundelarten erstmalig in den bayerischen Gefilden auf. Mittlerweile gibt es sie massenhaft.
Wahrlich ungebetene Gäste, die als Laichräuber unter den heimischen Fischarten nach Aussagen von Donaufischern beträchtliche Schäden anrichten. Dass sie die Donau so weit heraufkommen konnten, liegt unter anderem daran, dass sie, wie diese Kesslergrundel, die zweite der drei Arten, am Bauch eine Art Saugnapf besitzen, mit dessen Hilfe sie sich an die Frachtschiffe anheften und so die Staustufen überwinden können. Auch mit dem Ballastwasser der Frachtschiffe kommen sie zu uns. Die eigentliche Heimat der Grundeln ist das Schwarzmeergebiet. Ihre Verbreitung über hunderte von Kilometern verdanken sie dem zunehmenden Verkehr auf den Wasserstraßen. Bis zum Rhein sind sie schon vorgedrungen. Die Grundeln sind das Beispiel aus der Fischwelt für ein Phänomen, das neuerdings in unserer Tier- und Pflanzenwelt verstärkt zu beobachten ist. Fremdlinge siedeln plötzlich bei uns und fühlen sich offensichtlich hier so wohl, dass sie Massenbestände bilden. Denken Sie an das indische Springkraut, das mittlerweile in Bayern ganze Flusstäler überwuchert. Wie unsere heimischen Tiere und Pflanzen auf Dauer damit zurechtkommen, bleibt abzuwarten. Eine weitere Fischart gilt es vorzustellen, die in bayerischen Flüssen und Seen fast überall vorkommt, die aber irgendwie doch nicht so recht ins Süßwasser gehört, zumindest von ihrer Abstammung her. Die Rutte nämlich. Auch als Quappe oder Trüsche bezeichnet, gehört sie zur großen Dorschfamilie, die ansonsten nur im Meer heimisch ist. Rein äußerlich dokumentiert durch die für die Dorsche typische Kinnbartel. Wir sollten froh sein, dass es die Rutten bei uns gibt. Sie besitzen köstliches Fleisch, ihre Leber ist eine Delikatesse. Früher wurde die Rutte als Laichräuber verfolgt, heute wird sie im Rahmen von Artenhilfsprogrammen wieder eingebürgert. Es sind vor allem die Flossen, welche die Rutten zum Gegenstand einer Reihe von Fischerprüfungsfragen machen. Als da sind die überlange Rücken- und Afterflosse, aber vor allem die Bauchflossen. Bei der Rutte sind die Bauchflossen noch weiter vorn am Körper angeordnet als bei den Barschartigen. Sie stehen vor den Brustflossen, ganz nah bei den Kiemen. Man nennt sie daher kehlständige Bauchflossen. Stacheln oder Dorne, wie die anderen hier vorgestellten Fische, besitzen die Rutten nicht. In Sibirien übrigens können Rutten bis zu einem halben Zentner schwer werden. Es muss also nicht immer eine Angelreise zu den Lachsen sein. Geheimnisvolle Unterwasserwelt. Wieder sind wir ihr ein Stück näher gekommen.